And now let me introduce our next speaker, Jascha Bach. He is currently at Harvard University at the Program for Evolutionary Dynamics. Ich möchte unseren nächsten Sprecher ankündigen, der gerade in Harvard forscht. Das ist der vierte Vortrag von ihm nacheinander. Und ich erwarte, dass er 10 weitere Jahre hier ist, bis er von einer denkenden Maschine ersetzt wird. Herzlich willkommen, Joshua. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind Klaus und Pete. Willkommen, Menschen, Computer, Aliens. Das ist der erste Vortrag in einer Serie, der meine Perspektive auf künstliche Intelligenz beschreibt. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber es ist der vielversprechendste für mich. Also ich habe noch nicht genau gesehen, wie weit die Reise eigentlich geht. Aber bevor wir unsere Reise fortsetzen, lass uns zusammen Filme besprechen. Die letzten Jahre waren interessant, da wir 3 gute Filme hatten über künstliche Intelligenz. Die normalerweise sind Filme über künstliche Filme so richtig schrecklich sind. Sie war der erste Film. Sie war ein Operating System, das künstliche Intelligenz war und sich weiter entwickelt hat. Ex Machina ist ein Film, das den Turing-Test mit dem Publikum verbindet. Man weiß nie, ob der Roboter Roboter intelligent und fühlen ist oder ob der Roboter künstlich ist und oder ob etwas komplett anderes vor sich geht und etwas komplett Alienhaftes vor sich geht. Und der beste Film in meiner Meinung nach war Westworld. Was haben alle diese Dinge gemeinsam? Sie bringen die Frage zusammen, wie AI aussehen wird. Es wird eine Frau sein. Ich selber denke, dass künstliche Intelligenz sich nicht in dieser Form manifestieren wird. AI wird um uns herum sein. Es wird um uns herum sein. Wir werden innerhalb von AI sein. Staaten, Organisationen, also Dinge, die schon existieren. Sie brauchen nur mehr Intelligenz. Aber der Vorschlag dieser Geschichte ist sehr vielversprechend. Man hat diesen Themenpark und die Figuren sehen so aus wie Menschen, so dass keine Unterscheidung mehr möglich ist. Und es ist nicht mehr möglich für die Figuren zu unterscheiden, ob sie künstliche Intelligenz sind und sie wissen nicht, dass sie heute vergewaltigt und umgebracht werden, und weil das Themen in einem Themenpark sind. Am nächsten Tag werden sie wieder repariert und ihre Erinnerungen werden ersetzt und der nächste Tag fängt an. Und es passiert, dass jemand die Erinnerung nicht komplett löscht und sie merken, dass die Realität, diese Leben einfach nicht die Realität ist, die wirklich passiert. Das ist einer der Robotern. Lass uns das alles bis. Sie setzt ihre komplette Intelligenz frei. Wir werden Spaß haben. Der große Fortschritt der Serie ist, dass du realisierst, wir sind genauso wie diese Roboter. Wir sind nicht bei irgendwelchen perversen Ingenieuren gebaut, aber wir sind bei einer perversen Evolution gebaut. Und die braucht eine Evolution für soziale Primaten. Aber ihr seid es nicht, was ihr seid, ist ein Geist, ein Verstand. Der Geist ist so viel mehr. Du kannst an jede Stelle auf einmal gehen. Du kannst überall auf einmal sein. Es ist doch unterschiedlich von Maschinen.
aber wir sind im Verstand drin. Wir wachen auf, wir sind, werden von evolutionären Impulsen getrieben und von unseren, was wir brauchen. Wenn du erstmal realisierst, dass du ein Roboter bist, dann gibt es für dich nicht, dass du die komplette Welt siehst, sondern du siehst nur einen Ausschnitt der Realität. Und es gibt keine klare Realisierung, wo du von da hingehst. Solomonov hat gesagt, du musst das kürzeste Programm finden zwischen allen Programmen, das vorhersagt, was vergangene Beobachtungen wie vergangene Beobachtungen die Zukunft vorhersagen. Das ist genauso wie Machine Learning, funktionieren. Sie versuchen Vorhersagen zu machen. Können wir wirklich Roboter sein? Gibt es Limits zu Computerberechnung? 93 habe ich auf den Commodore geschaut und ich habe gesehen, dass alles, was ich erfinden kann, kann ich auch damit erschaffen. Es gibt keine Grenzen außer Memory und Geschwindigkeit. Und als ich realisiert habe, dass alles außer was ich abtreiben kann, auch wirklich mit dem Computer erstellen kann, ist nur mein Verständnis das Limit für das, was ich erschaffen kann. Also, was möchte ich da hereintun? Ich möchte eine komplette Welt dort hineinbringen, jemanden, mit dem ich reden kann. Diese Idee des Computerprogrammieren ist sehr schön. Sie wurde nur erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts geschaffen. Und sie hat sich ausgeweitet über andere Disziplinen. Was sie sagt, alles, was du vom Universum kriegen kannst, ist nicht Energie, sondern kleine Unterscheidungen, also Informationen. Und dann hat man einen Zustand, das ist die Unterscheidung von vielen Informationen. Und die Berechnung ist, wie komme ich von einem Zustand zu dem nächsten? Man hat verschiedene kleine Zustände und das ist deterministisch. Und wie komme ich von einem Zustand zum anderen? Das ist die Computeransicht. Man hat News-Netze und um das zu verstehen, braucht man eigentlich jemand, der das versteht, ist ein Computer. Du bist genauso ein Beobachter und du bist in diesem Universum und als Beobachter dirst du auch die Informationen. Um das zu tun, brauchst du auch einen Computer. Computer geben dir eine eindeutige Perspektive, was geht vor sich, auch metaphysisch, was geht eigentlich hier vor, was existiert. So, die Fragen auf Deutsch übersetzt, was geht vor sich, wie geht es vor sich und was für ein Computer ist Avi? Was für ein Computer sind wir? Stell dir vor, du bist ein Gott und du möchtest ein Universum erschaffen wie dieses. Ihr seid so wie ich in 1993, ihr müsst eure Eltern um einen Computer bitten und wir müssen deine Eltern erzählen, wir kaufen dir den billigsten Computer, den du brauchst für diese Aufgabe. Und dann gehst du in den Laden und du siehst viele Computer und der Commodore 64 ist der günstigste Computer, aber hat einen endlichen Speicher. Einen sehr endlichen Speicher. Das nächste ist eine probabilistische Maschine, was du bekommen könntest. Du könntest von einer deterministischen eine probabilistische machen, wie unser Geist funktioniert, sozusagen. Unser Geist hat verschiedene Neuronen und die funktionieren auf diese Art und Weise. Was könnte ein Quantumcomputer sein? Ein
Quantencomputer ist nicht nur ein Zustand, sondern ist immer eine Überlagerung von Zuständen. Und unser Universum ist eigentlich ein Quantencomputer und ist sehr effizient darin, sehr viele Dinge auf einmal zu machen. Wir wissen das allerdings nicht wirklich. Wir wissen nicht, ob unser Universum wirklich effizient ist oder ob es das einfach nur tut. Es könnte auch sein, dass einfach große Zahlen ein sehr einfaches Problem ist, aber unser Universum macht es einfach und niemand sagt uns, dass das so ist. Also ich hoffe, dass in der nächsten Dekade das gelöst wird und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Jetzt können wir diese Computer 1 bis 3 nehmen und unendlich viel Speicher hinzufügen. Damit bekommen wir aus dem ersten unsere allen Freunde Turing-Maschinen. Oder wir bekommen einen geometrischen Computer, das ist eine Art von Hypercomputer. Das kann also Teile mit unendlicher Genauigkeit im Raum bewegen. Das ist, was in Physik genau passiert. Das ist, was Physiker denken. Es sind Dinge im Raum. Also eine immer größer werdende Minderheit, die das nicht so denken, aber bisher haben wir gedacht, dass es gibt Dinge im Raum und die sich mit unendlicher Genauigkeit im Raum bewegen. Das heißt, man kann jetzt also unendlich viel Information in endlicher Zeit lösen. Das ist sehr interessant, wenn das möglich wäre. Aber anscheinend ist es sehr schwierig, so etwas vom Universum zu erwarten. Es gibt Stringtheorie, die erklärt, warum das alles so diskret erscheint, obwohl das eben einfach nur Stuff in Space ist. Es kann aber auch ein akausaler Hypercomputer sein. Das ist etwas, das die Ergebnisse wieder zurück in die Vergangenheit schicken kann. Das heißt, man kann also jetzt sofort die Lotterieergebnisse anschauen. Und so kann man letzte Woche sehr reich werden können. Das ist mathematisch möglich. Man kann sich so ein Universum definieren, indem es geschlossene Zeitkurven gibt, zeitartige Kurven. Aber jetzt stellt euch vor, dass wir diesen Commodore C64 nimmt und schauen, wie weit wir kommen können. Es gibt ein paar Leute in der Physik, die sich mit dieser Idee beschäftigen und das sieht sehr vielversprechend aus. Hier ist Konrad Zuse, Ed Fredkin und Stephen Wolfram. Das sind da die alle etwas verrückt sind und war ich mir nicht sicher, ob ich als Nichtphysiker diese Idee hier sehr ernst nehmen sollte. Aber letztes Jahr, am 21. Dezember, Gerhard Toft hat ein Paper geschrieben, ein 151-Seiten-Paper. Das Paper heißt die Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics. Er hat einen Nobelpreis gewonnen für sein Modell des Standardmodells. Also was bedeutet das? Ein Cellular Automaton ist eine sehr allgemeine Art und Weise, sich etwas anzuschauen. Er hat einen Zustandsvektor und Übergangsfunktionen, die dir den nächsten Zustandsvektor gibt. Und die Übergangsfunktion ist immer dasselbe. Also man sieht, das ist das Universum und das ist das Universum einen Schritt später. Und diese Pfeile sind die Übergangsfunktionen. Es ist immer dieselbe, aber man bekommt immer ein neues Universum. Das meistbekannteste davon ist Conway's Game of Life. Es ist auf einem rechteckigen Gitter definiert und man zählt in Nachbarschaft. Prüft man, wie viele Zellen am Leben sind. Wenn es genau 3 sind, dann kommt man zu Leben. Ansonsten bleibt man am Leben oder mit 2 bis 3 bleibt man am Leben oder ansonsten stirbt man. Das ist es. Dann startet man und das sieht dann so aus. In diesem Startzustand endet es in dieser zyklischen Konfiguration. Ein sehr spezielles Ding ist dieser Glider. Das ist die kleinste Konfiguration, die gefunden wurde, die sich unendlich lang fortbreitet. Ein horizontaler Glider ist ein Raumschiff. Und die werden mit sowas wie einer Raumschiffwaffe ausgesondert. Und es gibt eine gewisse Logik, die auslöst. Und eine andere Logik, die Informationen übermittelt. Man kann aber sehen, dass es extrem komplex ist. Man kann damit Turing-Maschinen bauen.
Und man kann es bereits sehen. So. Das schaut sehr, sehr klobig aus, aber jetzt lasst es uns versuchen, das stetig zu machen. Also machen wir es mit Kreis-Kreis-Umgebung. Und dann benutzen wir passende Intervalle, um zu entscheiden über Leben und Tod. Und was man dann bekommt, ist, dass das ungefähr so aussieht. Das ist also genau das Gleiche, aber etwas stetiger. Und es gibt Glider, die eben in alle Richtungen sich bewegen können. Jetzt schlage ich natürlich nicht vor, dass, oder sage natürlich, dass unser Universum so aussieht, aber es kann sich schon vorstellen, dass es ungefähr so aussieht und dass man sich vorstellen kann, dass elementare Teilchen eben Glider sind, die sich so etwas so vorbereiten. Und unser Universum hat die Eigenschaft, dass es keine netten Sachen gibt. In Minecraft kann man Perpetuum mobile bauen. Das ist warum der Grund ist, dass man in Minecraft keine Entropie hat. Da könnte man ewig lang leben. Warum können wir also keine schönen Sachen in unserem Universum haben? Und ich glaube, das ist, weil unser Universum die Eigenschaft hat, dass wir keine Informationen löschen können. Das ist ein empirischer Fakt, dass es ist unglaublich schwierig ist, eben Informationen zu löschen. Wenn man ein irreversibles System hat, wie zum Beispiel dieser Computer, das Gehirn oder eine lebende Zelle, dann ist es etwas, das Bits löscht. Das heißt, man hat zwei Bits und man wendet eine OR-Operation darauf an. Wenn es ein lebendes System ist, dann stabilisiert man sich gegen Störungen. Mein Gehirn funktioniert ähnlich, ob ich jetzt hier bin oder in Cambridge. Aber die Erdanziehung ist komplett unterschiedlich. Aber trotzdem funktioniert es mit denselben Parametern. Meine Körpertemperatur ist auch unabhängig von der Temperatur gestern, innerhalb von gewissen Grenzen. Aber ich versuche also, Bits zu löschen. Und wenn ich das tue, ich kann ein reversibles System auf einem irreversiblen bauen, indem man einfach alle Prozesse ignoriert, die Bits löschen. Aber das Umgekehrte ist schwierig. Which means I have garbage bits now. These garbage bits are going to be accumulated unless I have a very big place to hide them. Which means I want to be an open system. Ich möchte ein offenes System bauen. Das offene System kann temporär sein, also wenn man viel Raum hat, bis das Universum zusammenfällt, das könnte effizient sein. Aber ohne das offene System würde man seine Wegschmeiß-Bits nicht haben. Man braucht einen Gradient von Entropie zu Entropie. Beobachter, die innere Ordnung kreieren, also Computer, die interne Ordnung erzielen, sind nicht irreversibel. Und wenn man in einem nicht irreversiblen Universum macht, dann muss man Entropie beachten und sonst stirbt man. Leben ist daher ein temporäres Phänomen. Es ist eine temporäre Blase von Entropie für eine sehr kurze Zeit. Der Geist, der Verstand, ist ein informationsverarmender Beobachter. Sollten wir das Feld nicht den Philosophen oder Psychologen überlassen? Aber wenn wir sie fragen, wie Fliegen funktioniert, wie würden sie das machen? Psychologen würden sich das Verhalten von Vögeln anschauen. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen, wenn sie sich nur das Verhalten von Vögeln anschauen würden, wie sie damit das Verhalten, wie ob sie damit fliegen könnten. Wenn man Psychologen nimmt, wie weit sie mit dem Denken über Denken kommen, dann ist das natürlich eine ähnliche Frage. Neurobiologen würden schöne Bilder erzeugen und nach einer ganzen Zeit würden sie sagen, es ist sehr, sehr schwer, einen Kubikmillimeter Vogel zu erzeugen. Daher ist es sehr schwer zu fliegen.
Und wie, was, wenn man jetzt Philosophen fragt, wie würde Fliegen funktionieren? Dann würden die sagen, man kann den Vogel auseinandernehmen und auf molekularer Ebene würden sie herausfinden, nichts fliegt. Fliegen ist einfach gegeben. Vielleicht ist es ein Zustand des Universums. Es ist sehr schwer und verwirrend. Könnte freier Flug existieren? Phänomenologische Philosophie würde sagen, wie wäre es, ein Vogel zu sein? Du wirst es nie erfahren. Falls du Roger Penrose fragst, er wird sagen, es ist Quantenmechanik. Die haben sehr spezielle Mikroschläuche und sie würden Quanteneffekte nutzen und daher fliegen sie. Marvin Minsky sagt, wir können das den ganzen Leuten nicht überlassen. Die haben keine Ahnung, was sie eigentlich machen. Jedenfalls nicht mehr. Der Geist ist ein Informationsverarbeitungssystem und wir müssen eine neue Wissenschaft darum erzeugen, zusammen mit anderen Leuten. Unser Geist ist ein Informationsverarbeitungssystem und wir können das auch Computern beibringen, genauso zu handeln. Und dann werden wir dabei lernen, wie es funktioniert. Er dachte, Denken ist symbolisch und hat damit auf das falsche Pferd gesetzt. Er dachte einfach, dass Computer in eine Datenbank lernen und er hat nicht an neuronale Netze geglaubt und an Roboter und hat dann die Leute angeschrien. Und falls Leute irgendetwas tun, was außerhalb dieses Rahmens ist, dann ist das Problem immer, dass die Leute sich nicht mehr unterhalten. Und daher hat er entschieden, dass sein System gut funktioniert und andere Systeme nicht gut sind und daher hat sich das stark aufgespalten. Aber ich denke nicht, dass nur er zu beschuldigen ist, weil die Frage 1950 sehr anders war, was Intelligenz ist und was sehr unterschiedlich davon, was 1650 war, was ist Leben? Was ist Leben? Und vielleicht war etwas Dualistisches und niemand weiß es, 1650. Und jetzt wissen wir, dass es Zellen gibt und die wurden erst 1800 irgendwas entdeckt und erst danach konnte dieses Feld bearbeitet werden. Und vielleicht ist es ein ähnliches Problem. Leben ist immer von Zellen abhängig. Es gibt kein Leben ohne Zellen. Also es gibt auch kein Leben vor Zellen. Also falls du Leben reagiert immer, Zellen reagieren immer auf Moleküle und das ist eigentlich das, was Leben ist. Aber Zellen wissen nicht, dass sie Zellen sind. Sie haben kein Gehirn und sie wissen nicht, was vor sich geht. Die Zelle ist das kleinste universelle Wesen, das wir kennen, das auf Entropie reagieren kann. Sie extrahieren Zellen, extrahieren negative Entropie. Sie machen sehr feine Kontrolle und sie können chemische Prozesse machen, die andere Zellen nicht machen können. Um das zu machen, haben sie eine sehr komplizierte Logik. Wenn wir in eine Zelle reinzoomen, dann sehen wir die Membran und drin sehen wir viele, viele Operatoren innerhalb der Membran und chemische Operatoren, die immer sehr viele chemische Sachen produzieren und je weiter wir reinzoomen, dann sehen wir die DNA, das Zelloperationssystem. Um das zu machen, braucht man sehr komplexe und fein, sehr gut unterstandene Maschinen und man muss das 25 Mal oberhalb der Planck-Wellenlänge machen, also sehr komplizierte Maschinen. Dies ist eine Molekularmaschine, die in der Lage ist, DNA zu splicen und zu replizieren. Ich denke, das ist sehr faszinierend. Wir haben sehr viele komplizierte Maschinen wie diese in Zellen.
Eine große Einsicht von mir ist, dass DNA nicht unbedingt ein Blueprint ist. Es gibt innerhalb von Lebewesen immer Zellen. Und die Zelle hat das Betriebssystem. Das Betriebssystem ist von Routinen, wird von Routinen ausgemacht. Und die Routinen sind sehr klein und 100 Bytes ungefähr. Und die Routinen können nur 4 Sachen machen. Sie können etwas regulieren, oder sie können die Zelle differenzieren, dass es eine andere Zelle wird, oder sie können die Zelle dazu bringen, dass sie sich teilt, dass man am Ende 2 Zellen hat, oder es kann die Zelle umbringen. Das ist alles, was gemacht werden kann. Davon kriegt man alles andere. Mutation und Selektion, davon bekommt man alles anderes. Organismen sind Kolonien von sehr komplexen Zellen. Die Zellen spezialisieren sich und dafür haben sie sich zu spezialisieren und in verschiedene Zweige. Jede Zelle hat dasselbe Betriebssystem, obwohl sie sehr verschiedene Sachen machen. Und die Frage ist, daher gibt es einen RAM und einen ROM. Und im Flash Drive sozusagen, da speichert die Zelle ihren Zustand ab. Und das Operationssystem ist das ROM. Über die Lebensdauer der Zelle fragmentiert die Zelle. Es gab ein faszinierendes Paper darüber letzten Monat. Und sie haben erkannt, dass es 4 Gene gibt, die die Zellen defragmentieren. Und daher kann sich die Zelle komplett wieder verjüngen. Und warum haben wir das nicht? Und es gibt nur ein einziges Tier, was das wirklich machen kann. Und so dieses Lebewesen ist komplett unsterblich. Turritopsis ist dieses Tier genannt. Und es kann von Qualle zu dem Vorstadtzustand gehen und dabei kann es seinen Zustand, seinen Körper komplett wiederherstellen. Wenn man das Betriebssystem bei uns aus den Zellen rausnimmt, dann, wie man in diesem Film sieht, kann man unsterblich werden, aber es war kein sehr schöner Zustand, es ist nicht schön anzusehen. Also, Fettzellen können Neuronenwellen werden und sie machen Feedback-Kreise. Und diese Kreise, diese Regelkreise regulieren deine Temperatur und deine Atmung und deine Herzrate. Das reicht aber nicht. Wir haben das limbische System und das limbische System gibt dir Freude und Schmerz. Freude. Freude erzählt dir, mach mehr davon, was du gerade tust. Schmerz sagt dir, mach weniger davon, was du gerade tust. Wir brauchen auch Impulse. Und wir brauchen auch Impulse, die uns sagen, wir brauchen zukünftige Freude suchen und wir sollten keinen zukünftigen Schmerz suchen. Dann brauchen wir auch Motivation, um uns zu sagen, dass wir in Gruppen uns organisieren sollen und dass wir Bedeutung uns schaffen sollen und dass es soziale Hierarchien gibt, dass man Perfektion suchen sollte. Dann haben wir die die zuständigen. Und wir haben kognitive Needs und ästhetisch. Und alle diese müssen reguliert werden in einer Homöostasis. Das macht uns menschlich. Das heißt, wir suchen Ziele. Um das zu tun, müssen wir die Bedürfnisse mit Situationen in der Welt assoziieren. Das passiert im Hippocampus. Nicht alle Tiere haben einen Hippocampus. Das heißt, wir wissen, wo wir das aufsuchen müssen. Und Menschen haben dann noch den Neokortex darauf sitzen. Das ist etwas wie eine Erweiterung des Hippocampus. Das ist verallgemeinert, also alle diese Situationen. Was haben alle diese Muster zusammen? Wie hängen die alle zusammen? Und wie ich gesagt,
Minskys Gedanke war, hat gedacht, das ist etwas, was wir wie eine Datenbank auffassen können. Aber ich denke, eine bessere Idee ist es, als Art Synthesizer aufzufassen. In einem Synthesizer kann man die Rohdaten aufnehmen. Und das sieht dann so wie diese grüne Linie aus. Dann dreht man an den Knöpfen rum. Und man macht das bis man ein Muster erkennen kann. Und dann kann man dieses Muster hervorsagen und verstehen. Das macht man nicht nur für Sound, sondern auch für Bilder, für Farben und für Frequenzen. Das ist natürlich ein etwas unterschiedlicher Synthesizer. Und dann kann man auf diesen Synthesizer noch einen Synthesizer bauen. Und das schaut dann für Muster in den Mustern. Das heißt, man hat dann für verschiedene Percepts. Und hier hört es nicht auf. Man kann das alles weiter kombinieren in eine komplette mentale Simulation, die in deinem Verstand passiert. Man kann auch ganz viele Simulationen zusammennehmen und die zusammenmischen. Man kann diese Konzepte dann für das, was man in jedem Zustand macht, ist, man schaut nach Mustern in Mustern. Es gibt zwei Arten vom Lernen. Es gibt Low-Level-Funktionsannäherung. Man kann das mit, das ist parallelisierbar und das modelliert den kompletten Raum. Also wenn man als Baby die Welt anschaut, dann hat man gelernt, wie die Bewegung von Objekten funktioniert. Man lernt all diese Funktionen automatisch. Aber wenn wir an die konzeptuelle Welt anschauen, dass es Ideen gibt und Menschen gibt und Politik und so weiter, dann kann man nicht den kompletten Raum modellieren, weil wir nicht genug Daten dafür kriegen und die Dimensionalität dieses Raums ist zu groß. Anstelle dessen nimmt man ein Sparse MDP, ein Markov-Modell. Und dann spielt man die Welt wie den Aktienmarkt. Man wählt eine gewisse Aktie oder mehrere Aktien und schaut, ob das funktioniert. Das sind die Geschichten, in die wir glauben. Wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir einfach andere Aktien. Von all diesen Dingen bauen wir diese mentale Simulation, die wir hier sehen. Das ist, diese mentale Simulation ist die Welt, in die wir glauben zu sein. Die Welt aus der ist. Diese Sachen da draußen sind einfach irgendwelche Quantenprozesse. Und unsere neuronalen Netzwerke versuchen, die Muster zu erkennen und kriegen dann die ganze komplexe Struktur. Es gibt aber Struktur. Und die Struktur hat Regularität drin. Und diese Regularität wird in deinen Verstand projiziert. Und Leute finden ähnliche Regularität. Also es scheint kein Voodoo zu sein, aber es ist die funktionalen Abstraktionen, die man findet. Also unser Neokortex ist ein Organ, Tagträume sind ein Sensor-Input. Um das zu machen, habt ihr viele hundert Neuronen und ich denke, die sind so etwas wie eine Zustandsmaschine. Und die Zustandsmaschine bildet viele Zustände und die Neuronenzustandscomputer können zu ihren Nachbarn reden. Und das sind bilden dann Gehirnareale und dann zusammen bilden sie so etwas wie ein Orchester. Jedes Gehirnareal ist ein Teil der Musik deines Verstandes und wenn man alles zusammennimmt, dann bildet sich so etwas wie ein Orchesterstrom, wie ein Musikstück. Also von außen betrachtet, die Musiker nehmen sensorische Informationen wahr und machen daraus Muster und immer höhere Abstraktionsebenen. Und man findet einfach etwas Ähnliches in dem Gehirn. Und das Gehirn hat einen Komponisten, einen Dirigenten. Der Dirigent ist eine bestimmte Gehirnregion. Und was der Dirigent macht, der Dirigent entscheidet, was wird heute Nacht musiziert.
kompliziert. Das Gehirn funktioniert ganz wunderbar von alleine, aber es ist halt einfach keiner zu Hause, wenn der Dirigent nicht da ist. Der Dirigent reguliert Konflikte und fährt das, den Rest ein bisschen hoch, ein bisschen runter und verteilt Ressourcen und wie es das macht, ist, macht der Dirigent ein Protokoll. Der Dirigent kann nicht dem ganzen Orchester zuhören, er hört immer nur einem Teil der Instrumente zu. Und was der ins Protokoll tut, ist alles, was unsere Erfahrung erreicht. Und es passiert wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, aber wenn man dieses Protokoll nimmt, das ist das, was wir erfahren. Und wenn man sich das Protokoll dann anschaut, das ist das, was wir erinnern. Und wenn wir uns erinnern, dann können wir uns auch daran erinnern und wir können uns auch daran erinnern, dass wir uns erinnert haben. Das ist das, was wir dann ins Protokoll schreiben, wenn wir uns erinnern. Und unsere Stimme sozusagen, wir selber nehmen uns als intelligent, als hier wahr. Wir sind jetzt in diesem Moment nicht unbedingt aufmerksam, aber es ist sehr viel einfacher, sich daran zu erinnern, ob wir gerade hier waren oder nicht. So, was ist mit der Realität? Also Vorstellungskraft und die Modellierung der Welt benutzen dieselben Kreisläufe, um sicherzustellen, dass man die Vorstellung nicht mit Wahrnehmungen verwechselt. Wird das eben so unterschieden. Das ist also eine Art Zettel, eine Art Tag, das auf diesen darauf und wenn dieses Tag nicht funktioniert, dann halluziniert man, was ein bisschen komisch ist. Das kann aber auch konzeptuelle Strukturen als wahr bezeichnen. Mathematik ist sehr speziell. Das ist einfach nur die Domäne von allen formellen Sprachen. Das ist ein Spiel von Symbolen. Es hat dieselbe Realität wie ein Roman, der nicht gelesen ist. Dann ist es einfach nur, ein ungelesener Roman ist einfach nur ein Haufen von Zeichen. Aber man weiß, dass die Geschichte nicht wahr ist, weil irgendjemand dieses Buch geschrieben hat. Das Faszinierende ist, dass man es nicht ins Buch schreiben muss, es schreibt sich selbst. Man muss nur ein paar passende Axiome wählen und der ganze Rest fehlt. Und das fühlt sich als wahr an für das Gehirn. Und das nennt sich Platonismus. Also Realität ist sozusagen ein Zustand des Gehirns. Damit bleiben wir mit einer gewissen Art letzten Peinlichkeit. Der Commodore 64, wo kommt er her? Wir können verstehen, wie wir funktionieren. Wir wissen, dass das Universum ist computational und es gibt kein Limit für all diese großen Fragen, die ich mir gestellt habe am Anfang meiner Reise, vielleicht vor 35 Jahren, als ich vor diesem C64 saß. Wie ist es möglich, dass ein System Gefühle und Ziele und Motivation haben kann? Wie kann es sein, dass wir selbstbewusst sind? Wie kann es möglich sein, dass Sachen real aussehen? Und all diese können verschwinden, wenn man stark genug darüber nachdenkt. Irgendwas muss da ticken im Herz des Universums, aber wir wissen nicht was, weil wir es nicht von außen sehen können. Und das war das Günstigste, das wir da hinstellen können. Und alles andere ist sehr viel teurer als diese Commodore. Wir haben uns also ein paar Themen angebrochen. Wir haben über Computational Universen geredet, über digitale Physik, über Life als Negentropie-Extraktion und dass die Welt als Traum von unserer Wahrnehmung gebaut wird. Wir haben die Wahrnehmung als Modell eines Synthesizer gesprochen und die Bewusstsein als eine Art Dirigent vorgestellt. Also der Grund, dass wir alle sterben müssen, ist
Der Grund für die Entropie und dass wir alle sterben müssen. Wir haben noch ein bisschen Zeit left, weil haben noch ein bisschen Zeit übrig, weil ich ziemlich schnell geredet habe. Es gibt etwas, über das ich eine lange Zeit nachgedacht habe. Im 17. Jahrhundert gab es ein Problem. Die Leute im 17. Jahrhundert eine Ablehnung gefunden. Wie kann es überhaupt sein, dass in unserer Welt ein Sinn sein kann? Wie kann und als Resultat haben wir Romantismus erfunden und das ist der Grund für Liebe. Wir wollen den Sinn unser Universums aufnehmen. Wie kann das sein? Ich denke, es gibt eine einfache Erklärung. Die Erklärung ist ein Teil der Evolution. Wir wissen, wir sind Subjekt von vielschichtiger Information und vielschichtige Informationen formulieren zusammen eine Gruppe und wir sind Teil dieser Gruppe und diese Gruppen müssen interagieren und wir haben immer wieder verschiedene Ebenen und immer gibt es Berechnungen und Entscheidungen. Und das Interessante ist, dass diese Ebenen verschiedene gegeneinander spielen. Falls wir eine Zelle haben, die nicht altruistisch ist, sondern die schummelt, sie ist kein Engel, sondern sie nimmt einfach nur alle Ressourcen von allen Engeln auf. Und dann hat diese Zelle eine sehr schöne Zeit haben. Aber die Engel werden alle, die werden die harte Arbeit machen müssen. Aber von evolutionären Perspektive haben die Engel ein sehr sein hartes Leben. Und wenn man jetzt eine Gruppe hat mit vielen Engeln und eine Gruppe mit vielen Altruisten und vielen Egoisten, dann wird deine Gruppe aber gewinnen, die mehr Engel hat. Und das wird sicherstellen, wir haben sehr spezialisierte Zellen und unsere sehr spezialisierte Zellen, unsere Hautzellen haben nie die Möglichkeit, sich zu reproduzieren. Die Hautzellen im Endeffekt werden sie immer sterben. Die haben nie die Chance, sich zu reproduzieren. Und das heißt, wenn die Zellen nicht kooperieren, dann würden sie immer irgendwann sterben. Und das ist so, wie Organismen funktionieren. Und nur bei Insekten zum Beispiel kann nur die Königin wirklich Nachkommen zeugen. Und für Menschen bedeutet das dann, für Menschen müssen wir eine andere Analogie finden. Und für Menschen müssen wir also ein System finden, das mit Bestrafung und Belohnung führt. Also wenn wir nicht kooperativ sind, dann müssen wir bestraft werden oder getötet werden. Und dieses System mit Bestrafung funktioniert sehr gut, aber es skaliert nicht. Dieses System skaliert nicht. Über ein paar hundert Individuen können wir einfach nicht den Überblick behalten. Und daher müssen wir was anderes finden. Daher müssen wir Motivation benutzen. Und das System von Motivation finden interne Normen, an die man sich halten muss. Und was dieses System dann schafft, wenn man sich an die Anonymen hält, dann ist man gut. Und das, was man erreichen möchte, ist, dass man sich an die Normen hält, dann ist man gut. Man möchte nicht von dem Kühlschrank seines Mitbewohners essen, auch wenn du verlierst deine Ehre, wenn du aus dem Kühlschrank isst. Das ist vielleicht nicht rational, weil du nicht gefangen werden wirst, wenn du es machst. Aber du machst es trotzdem nicht. Und das ist sozusagen das System, was auf das Individuum wieder zurückgreift. Es gibt auch noch andere Motivationen. Unsere Bedürfnis, einen sozialen Status zu haben. Und dieses ist alles irgendwie künstlich. Normen sind natürlich eine kulturelle Sache. Gütigkeit ist ein künstlicher Vektor im Zustandsraum. Und dieser Vektor This feeling of, oh, this feels right, this is good, this is what we need to do.
Das ist also, was wir machen möchten. Es wird multipliziert mit dem Sozialstatus, wenn man jemanden als Autorität verkleidet, als Priester oder Politiker oder als Professor, dann nicht jemand wie ich, dann wird man fühlen, dass was sie sagen, ist richtig, dass es normativ ist. Man hat also den Zwang, dem zu folgen. Aber wenn man für logische Gründe anders denkt, anders fühlt, dann hat man eine kognitive Dissonanz. Aber Leute nehmen diese Normen einfach auf. Das bedeutet, dass Menschen programmierbar sind. Man kann also programmiert werden, um miteinander zu interagieren. Man kann diese Interaktion strukturieren auf große Gruppen von Individuen. Es basiert nicht auf Reputation, und das skaliert sehr gut. Und unsere Gesellschaft kann das gut über die Massenmedien tun und uns synchronisieren. Und diese Simulation ist etwas kaputt. Aber man weiß nicht, was die gute Sache ist. Man muss das über Argumente machen. Man muss mit anderen sprechen. Ja, das ist ein gutes Argument. Ja. Das ist gut. Das möchte ich machen. Aber es ist schwer, in diesem Fall das mit deiner Familie, mit deiner Nation zu synchronisieren. Also die Richtung des Systems wird gesteuert von in einer abstrakten und metaphysischen Welt. Und ich glaube, das ist die Natur von Transzendenz. Also deine Meinung kann nur in einer platonischen Welt gefunden werden. Wenn man komplizierte Muster hat, dann ist das transzendent. Das ist die Suche nach dem Sinn des Lebens. Das ist ziemlich kaputt. Also ich glaube, das ist genug für heute. Wir haben jetzt noch 15 Minuten für Fragen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Before we begin the Q&A, just a quick reminder. If you need to leave, eine kurze Erinnerung. Falls ihr den Raum verlassen müsst, dann bitte jetzt oder wartet bis zum Ende. Also bitte jetzt den Raum verlassen oder wartet bis zum Ende den Fragen und Antworten. Wie immer, bitte versammelt euch vor dem Mikrofon. Und falls ihr die Mikrofone aus irgendwelchen Gründen nicht erreichen könnt, andere als Faulheit, dann hebt eure Hand und wir kommen zu euch. Wir werden auch Fragen von den aus dem Internet haben. Mikrofon 4. Hallo. Glaubst du, dass in kurzer Zukunft wir werden einen sozialen Bias haben, wo wir eine andere Art von Superorganismus werden? Und falls, was werden die größten Probleme werden in dem Prozess? Wir sind schon jemand. Unsere Gesellschaft ist ein Superorganismus, falls du so willst. Aber die Informationsverarbeitung ist kaputt. Was wir machen müssen, ist, wir müssen ein Nervensystem bauen für die Menschheit. Jetzt ist gerade die akademische Welt nur dabei, Probleme zu bearbeiten, die Computerwissenschaften betreffen. Und du kannst nur eine Karriere bekommen, falls du falls du beweisen kannst, dass irgendetwas falsch ist, kannst du in dem Bereich eine Karriere machen, aber in der Welt des Geldes kannst du damit keine Karriere machen. Falls du in der Welt des Geldes Karriere machen kannst, du kannst in der Welt des Geldes eine Karriere machen, falls du lügst, solange das andere Leute reich macht. Und solange das in unserem System so ist, ist in unserer Gesellschaft etwas kaputt. Wir haben keine guten Modelle der Ökonomie, wir haben sehr schlechte Modelle der Ökologie und wir haben keine guten Modelle, um Ressourcen zu verteilen. Zum Beispiel die globale Klimaerwärmung.
wir müssen mehr Geld in die postapokalyptische Wissenschaft der Postapokalypse stecken. Die Titanic ist vor dem Eisberg und der Eisberg ist da. Und wir stecken sehr, sehr viel Energie da rein, dass wir den Eisberg nicht auf den letzten Stellen erreichen. Aber es wäre sehr viel schlauer, wenn wir unsere Ressourcen da rein verbringen. Was passiert, nachdem wir den Eisberg getroffen haben? Wir sollten unsere Ressourcen da reinbringen, wie man die Städte plant, wie man den Arbeitsmarkt plant. Und wenn wir einfach so weitermachen wie jetzt, ist das verrückt. Einfach wegen den Incentiven, die wir setzen. Unser System ist so, es läuft einfach so weiter, wie es ist. Und es ist immer sehr viel schwieriger, ein System zu bauen, oder ein System zu erdenken, was anders ist von dem System, was wir jetzt haben. Das System ist immer egoistisch und das Nervensystem guckt immer quasi, hilft es dem Organismus oder noch. Und wir könnten ein System haben, das unsere Netzwerke filtert, was ist relevant und wahrheitsgetreu. Ich weiß nicht, wie das System aussehen wird und ob wir es innerhalb der Zeit bauen können, aber ich denke, es ist möglich. Und es ist wert, sich damit zu befassen. Could we get a question from our global nervous system, the Internet? Eine Frage aus dem Internet, bitte. Viele Leute auf dem Internet fragen sich, was ist davon alles bewiesen und worauf verweisen sie? Sie möchten gerne eine Linksammlung oder ein Glossar für mehr Informationen, möchten wissen, was davon alles schon als wahr bewiesen ist oder anerkannt ist. Es gibt alternative Sichtweisen der Welt und viele der Sachen, die ich erzähle, sind spekulativ in einer Art und Weise, dass wir eben nicht wissen, dass die Welt eine diskrete Zustandsmaschine ist. Und es gibt ein paar Physiker, die denken, dass es so ist, aber es gibt auch viele Physiker, die Mehrheit eigentlich, die denken, dass es eigentlich was komplett anderes ist und wir wissen das nicht. Also was ich versuche euch zu zeigen, ist ein spezielles Kaninchenloch, das ich sehr spannend finde und ich wollte eigentlich wollte euch eine Möglichkeit sehen, dieses Szenario zu erkunden. Also ich glaube, dass es sehr wahrscheinlich wahr ist, aber ich werde sehr wahrscheinlich auch meine Ansichten darüber ändern in der Zukunft. Aber sie sind sehr überzeugend, sie haben mich überzeugt. Zum Sachen Verstand ist das wahrscheinlich die einzige Erklärung dafür. Danke für den Vortrag. Wir sind in der Lage, die Limits von externen Systemen zu erkennen, wie eine Katze. Eine Katze wird vielleicht nie Physik lernen, aber mit unseren Systemen werden wir in der Lage sein, jemals unsere eigene Grenze als denkende Wesen zu erkennen. Möglicherweise. Wir haben Abschätzungen gemacht in meiner Klasse im Media Lab und wir haben darüber diskutiert, was ist die Berechnungsstärke des menschlichen Gehirns? Was können wir? Wir können so etwas wie 3 Kilobyte im menschlichen Gehirn berechnen, die Attraktorzustand. Und wenn man das sich überlegt, man bräuchte 100 Gigabyte oder ein paar 100 Gigabyte, um einen Menschen zu simulieren. Es könnten auch ein paar Terabyte sein. Wir wissen es nicht genau. Auch was wir nicht wissen, je nachdem, wie lange wir leben, wir bilden eine Million Konzepte oder mehr oder weniger. Wie viele Konzepte werden wir eigentlich haben über unser Leben? Und wir können natürlich Abschätzungen machen und es gibt Ideen, wie komplex unser Denken eigentlich ist. Und es ist wahrscheinlich in meiner Meinung nicht so komplex, wie wir eigentlich denken, weil unser Leben so kurz ist. Mikrofon 1, bitte. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage.
als sie über Liebe geschrieben haben. Wie ist es, das gute Gefühl von Böses zu tun, da reinpassen? Also es gibt also in Gruppen und Out-Gruppen, also wenn man Leute hat, die man liebt, dann dient man diesem System, das größer ist, weil man das in einem anderen erkennt. Das ist der Kern des Lebens, der Liebe. Aber natürlich nicht jeder dient demselben Gott. Es gibt diese, die Sachen machen, die du als böse oder dumm andenkst. Und wenn du von solchen Leuten umgeben bist, dann fühlst du dich viel besser, wenn du den Willen hast, dagegen zu kämpfen. Und das ist eine Art und Weise, um gegen eine Welt anzukämpfen, die du als feindlich ankämpfst. Und das Gute daran zu fühlen, es gibt natürlich Vorteile, aggressiv zu sein. Weil wir sind natürlich eine kompetitive Spezies. Ich bin nicht sehr, sehr kompetitiv, ich kriege davon nicht viel raus, aber es gibt viele Leute, die sehr viel, denen es sehr gefällt, gegenüber anderen zu gewinnen und stärker zu sein als andere und sie zu zerstören und ihre Ressourcen zu nehmen. Could we get microphone number 7, please? Von Mikrofon 7 eine Frage. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Die Idee, dass das, was wir erfahren, nicht das ist, das wirklich draußen ist, habe ich sehr viel in Meditationen erfahren. Hast du dieses Konzept auch gehört? Hast du Erfahrung damit? Wenn wir sehr tief meditieren, dann kannst du einen Zustand erfahren, wo du dich selber unterscheidest von dein Selbst sich unterscheidet von all deinen körperlichen Erfahrungen und auch davon, wie du dich selber als Person erfährst. Wenn du das machst, dann kannst du dich aus der dritten Person wahrnehmen und dann ist es sehr schwer, dass du dich selbst mit dir selbst identifizierst. Und dann merkst du, dass Motive und Impulse immer noch da sind, aber die sind im Hintergrund. Und dein Selbst integriert die jetzt nicht sehr gut. Das ist, wenn du realisierst, das ist das, was die Roboter in Westworld realisieren und dass ihre Realität auseinanderfällt und dass ihr Geist sehr viel genereller aufgebaut ist als das, was sie erfahren. Eine weitere Frage aus dem Internet, bitte. Hat irgendwas der Forschung dazu beigetragen, pathologische Gehirnforschung? Ich bin kein Doktor, ich bin nicht kompetent darin, aber ich glaube, dass viele von uns, wenn wir versuchen, etwas zu verstehen, dann tun wir das, weil wir glauben, etwas muss debuggt werden. Und das der Forschungsdrang muss so etwas sein, wie was zu versuchen, etwas zu debuggen. Und ein Baby entdeckt, dass es gibt Glück und Schmerzen. Und dann merkt es, dass es keine direkte Repräsentation davon ist. Also man merkt, dass man sich selbst schneidet und das schmerzt sehr viel und das muss man dann runterspielen. Das ist also keine objektive Realität. Man macht das also Schritt für Schritt und man kommt irgendwann zu einem Punkt und zum Prozess von Reverse Engineering, ein Modell von sich selbst zu machen. Und das geht, also irgendwas geht schief. Wenn man ein Selbstbewusstsein hat, dann heißt das, dass irgendwas kaputt ist. Und wenn Nerds versuchen, das Universum zu verstehen, dann glauben sie, dass das Universum irgendwo kaputt ist und dass sie es debuggen müssen. Aber es ist wahrscheinlich, dass etwas in ihnen selbst kaputt ist. Vielleicht waren sie als Kinder einfach schon zu nerdig und haben nicht genug andere Leute getroffen. Und ansonsten, aber sie waren eigentlich von Menschen umgeben und dachten, es sind Menschen. Und da versucht man eben das Universum zu debuggen, obwohl man eigentlich sich selbst debuggen müsste. So in einer Art und Weise ist es, glaube ich, ich verstehe meine eigenen Pathologien und alle, die meine Freunde und die Menschen, die ich treffe. Aber mein eigenes Ziel ist eigentlich zu verstehen, was wir sind. Could we get microphone number 3, please? Mikrofon 3? Hallo. Du hast die Datenkorruption erwähnt, die zu Instabilitäten führt. Ich möchte betonen, dass
dass du hast die Notwendigkeit für Dominanz in einer deiner Folien. Ich denke, das ist eine Repräsentation der Kultur der Dominanz und das führt zu Kapitalismus. Und ich denke, Kapitalismus ist nicht Nachhaltigkeit. Und ich denke, diese Notwendigkeit sollte damit ersetzt werden, dass eine Notwendigkeit für soziale Stabilität geschaffen wird. Wenn man sich die Natur anguckt, dann sind die erfolgreichen Systeme, die nicht nach Dominanz streben, sondern die Systeme, die am Leben bleiben, sind die, die danach versuchen, das zu erhalten, was sie gerade am Leben haben. Und ich denke, das ist einfach sehr wichtig, dies zu betonen. Ich stimme total mit deiner Idee überein und meine meisten Freunde sind Hippies und wenn du ein Tal voller Hippies hast, die viel ökologisches Farmen machen und du hast ein Tal, wo viele starke Menschen sind, die versuchen, Dominanz zu erreichen. Wer denkst du, wird überleben? Ich meine, wenn die Evolution einfach weiterlaufen wird, dann wirst du wahrscheinlich ein Gleichgewicht erreichen. Weil du hast manche, die sind übergriffig und manche, die sind nicht übergriffig. Und Motivation ist einfach Resistenz gegenüber deiner Umgebung. Und ohne das würdest du einfach nicht aufstehen. Du würdest einfach ein Pfütze auf dem Boden werden. Und der Grund, warum du das nicht bist, ist, du hast Motivation. Deswegen putzt du deine Zähne. Du stehst auf, du hast Sex und das ist der Grund, warum wir aufstehen. Motivation. Und es gibt viele Menschen, die aus Dominanz Spaß empfinden, andere aber nicht. Und was wir als Gesellschaft ändern können, ist, wie wir das bewerten. Wir können nicht... wir können nicht das Individuum, aber wir können die Anreize setzen und damit kommen verschiedene Personen in verschiedene Leute in verschiedene Positionen. Okay, die Zeit ist vorbei. Eine weitere Runde Applaus.